Am 16. Juni lud der Heimatstipendiat Thomas Jeschner zur Neuauflage seines Pop-Up-Museums in den Katharinenstift der Lutherstadt Eisleben ein. Während im Oktober des vergangenen Jahres sehr verschiedene Exponate der regionalgeschichtlichen Sammlungen der Lutherstadt Eisleben auf dem Marktplatz ausgestellt waren, bediente sich der Künstler aus Halle dieses Mal vorrangig aus einem breiten Fundus von gemalten, gezeichneten und fotografierten Stadtansichten Eislebens und der näheren Umgebung. Das Pop-Up-Museum sind immer kleine Aktionen, die ich so im Rahmen meines Heimatstipendiums hier in Eisleben mache, wo Objekte der regionalgeschichtlichen Sammlungen in die Öffentlichkeit kommen und ich mit den Menschen hier aus Eisleben ins Gespräch komme. Über die Sammlung, über Eisleben, ja, über Geschichte. Und das hatte ich letztes Jahr im Oktober schon auf dem Marktplatz und jetzt bin ich hier mit Gemälden, Zeichnungen und Grafiken über die Stadt Eisleben. Die Bilder kommen aus den regionalgeschichtlichen Sammlungen, sind ganz unterschiedlichen Alters und auch Qualität und bieten halt so einen Überblick über die Perspektiven aus Eisleben. Und da hat ja jeder so seine eigene Idee, was ihm gefällt. Ich persönlich mag eine Grafik, die jetzt direkt mit Eisleben nichts zu tun hat, aber mit der Bergbaugeschichte von Werner Ratajczyk. Das ist ein Grafiker aus Halle, der aber in Eisleben aufgewachsen ist. Und so war an diesem Tag für die Betrachter Gelegenheit, mit Thomas Jeschner ins Gespräch über die Kunstwerke zu kommen.